Ja, also ich darf Sie alle recht herzlich willkommen heißen. Es freut mich, dass Sie wieder auch so zahlreich sind, die Interesse haben an unseren Vorträgen, Vertiefungsangeboten über Edi Stein, hauptsächlich in diesem Jahr über Zoom. Wir haben schon einige Vorträge ausgestrahlt in diesem Jahr und werden weiterhin, also jeden Monat eins haben bis Dezember. Erst einmal auf den nächsten im August, am Edi-Stein-Fest, werde ich am Ende des Vortrags dann noch hinweisen. Diese Reihe wird von uns Karmeliten und von der Edi-Stein-Gesellschaft Österreich organisiert und angeboten. Durch die Menschen, die uns verbunden sind, sei es, dass sie auch Mitglieder der Gesellschaft sind oder im wissenschaftlichen Beirat, oder wie Frau Dr. Beckmann-Zöller einfach uns sehr nahe sind vom Fach her und auch von der Erfahrung der letzten Jahre, wo sie immer wieder auch in Wien war für die eine oder andere Vertiefungsveranstaltung. An dieser Stelle kommt bei mir immer eine kleine Werbeeinlage. Es ist sehr ratsam. Ich weiß nicht, ob es gegen Corona wirkt, glaube ich nicht direkt, aber es ist sehr ratsam, Mitglied dieser schönen Edi-Stein-Gesellschaft Österreich zu werden. Es hat gewisse Vorteile, besonders aber auch für die Gesellschaft ist es eine Unterstützung, wenn Sie Mitglied werden und dadurch auch unsere Tätigkeit unterstützen. Wir versuchen, das Gedankengut, die Person selbst, aber auch die Lehre Edi-Steins einem breiten Publikum zugänglich zu machen, weil wir glauben, dass sie auch für heute viel zu sagen hat. Und das ist auch der Fall bei der Wahl des Themas heute und bei dem Anspruch, jetzt über Edi Stein auch etwas für uns heute noch zu lernen, also zum Nachdenken zu bekommen. Das Thema erkennen Sie, deshalb haben Sie sich angemeldet, nehme ich an. Verherrlicht Gott in eurem Leib. Der Übertitel und der Untertitel spricht die Leibphänomenologie Edi Steins an, mit einem Blick auf die Transgender-Situation, also die Transgender-Bewegung. Und wie ich denke, ist es gut, wenn besonders über dieses Thema auch fundierte Information vermittelt wird, sei es auf philosophischer Seite, aber später mal auch auf politischer Seite. Also es ist in aller Munde sozusagen das Thema. Aber um wirklich sachlich darüber zu diskutieren, glaube ich, braucht man viel Information. Und das ist ein kleiner Beitrag, den wir leisten möchten, auch mit Hilfe von Edi Stein heute. Und aber unmittelbar auch mit Hilfe von Frau Dr. Beckmann-Zöller, die wieder bereit war, für uns einen Vortrag zu halten. Über sie darf ich vielleicht zum enden Mal für viele sagen, dass sie als freiberufliche Religionsphilosophin tätig sind. Sie lehren aber in München und eben ausgebildet als Religionsphilosophin und mit einer Dissertation auch über Edith Stein. Sie ist zurzeit Vizepräsidentin der Edith Stein Gesellschaft Deutschland und eine der Bearbeiterinnen der Edith Stein Gesamtausgabe. Ich glaube, sie haben 7 oder 8 Bänden Sieben, ja, sieben. bearbeitet. Ja, ich danke Ihnen wieder für Ihre Bereitschaft. Das ist eine große Bereicherung für uns immer und wünsche Ihnen und allen auch einen fruchtbaren Abend. Ja, vielen Dank, Pater Roberto, für die freundliche Einladung. Und beim letzten Mal hatten wir ein sehr interessantes Gespräch, auch nochmal zu Männern und Frauen. Das kommt heute nochmal, greife ich nochmal ein bisschen mit auf, über die politische Edith Stein. Und da hatten wir gesagt, dass eine Frau mit ihrer Familie manchmal vorgestellt wird, ein Mann meistens nicht. Da wird nicht gesagt, ob er verheiratet ist und Kinder hat. Und deshalb noch kurze Ergänzung zu mir. Ich lebe mit meiner Familie südlich von München. Genau. Sehr gut, danke. Ja,
Also ich habe mich heute entschlossen. Die Falle. Ja. Ich habe mich heute entschlossen, ohne Skript, sondern einfach mit den Folien zu Ihnen zu sprechen. Und ich hoffe, Sie folgen mir. Hoffentlich stört es Sie nicht. Manche stört es, wenn Sie Folien sehen beim Vortrag. Aber ich probiere das mal so. Und ja, merken Sie sich gern auch die Folie, wo Sie eine Frage haben. Dann können wir gerne darauf eingehen. Es ist zunächst erstmal ungewöhnlich, Edith Stein ins Gespräch zu bringen mit gegenwärtigen ja, Gender-Theoretikern und auch der Transgender-Bewegung. Aber es war mir ein Anliegen, weil es eine anthropologische Grundfrage ist, um die es geht, eben die Geschlechterfrage. Und deshalb möchte ich also zeigen, wie also die aktuellen Gender-Debatten und Edith Steins Geschlechteranthropologie zusammenpassen oder wo Sie Berührungspunkte haben, wo wir mit Edith Stein darauf eingehen können. Jede Epoche hat, Heidegger zufolge, eine Sache zu bedenken, nur eine. Die sexuelle Differenz ist wahrscheinlich diejenige unserer Zeit. Das schrieb die Differenzfeministin Luce Irigaray der Tagung Geschlechterdifferenz und Phänomenologie ins Stammbuch. Und darum soll es also heute gehen. Was bedeutet die Geschlechterdifferenz? Und die Päpstin der Gender-Theorie ist die Judith Butler, die also in ihrem Aufsatz das Ende der Geschlechterdifferenz über das Problem der Geschlechterdifferenz sagt, es ist unentschieden und es ist sogar unentscheidbar. Wir können gar nicht darauf eingehen, was es für eine Bedeutung hat. Im selben Aufsatz schreibt sie auch, dass Gender, das soziale Geschlecht, eben dieser Begriff für den Vatikan ein Code für Homosexualität sei. Und das sei ein Paradox, denn die homosexuellen Bewegung selber möchte eigentlich diesen Begriff nicht mehr verwenden, sondern den neuen Begriff sexuelle Orientierung. Das heißt, es gibt Verwirrung über Gender. Sie selber, also Judith Butler, schreibt eben das Buch Gender Trouble, das Unbehagen der Geschlechter. Und meine Frage ist heute Abend mit Ihnen, gibt es Lösungen für das Problem der sexuellen Differenz bei Edith Stein? Zunächst mal, Gender heißt soziales Geschlecht, Sex ist das biologische Geschlecht und neu in der Queer-Theorie, also das, was auch Judith Butler vertritt, ist Desire, die sexuelle Orientierung. Und ich habe Ihnen hier die Bilder von der Richterin Deborah und der Prophetin Hulda mitgebracht. Hulda rechts auf der Briefmarke, links eine Art Ikonendarstellung von Deborah. Und das sind sozusagen Gender-Rollen, die wir in der Bibel finden. Im Alten Testament haben wir bereits kulturell geprägte Lebensweisen von Männern und Frauen, unabhängig vom biologischen Geschlecht. Das heißt also, normalerweise sind Männer Richter, aber es gibt eben auch abweichend davon eine Frau, die Richterin geworden ist, eine Frau, die Prophetin geworden ist. Wir hören fast nichts im Alten Testament über sie, aber sie werden erwähnt. Das heißt, es gab tatsächlich schon diesen quasi nicht Rollentausch, aber zumindest eine Flexibilität in den Rollen. Edith Stein hat ein ähnliches Konzept, was man vergleichen kann mit der Gender-Theorie heute. Sie spricht in der Fachdiktion von damals von der biologischen Anlage und dem, wie wir Menschen durch Erziehung und Umwelt geprägt sind. Also wie wir sozial geprägt sind, soziale Rollen einnehmen können. Und ihre Flexibilität ist eben, das zeige ich noch näher, aber sie sagt, Frauen können natürlich auch Männerberufe ausüben. Ihre eigene Mutter hat ja eine Holzhandlung übernehmen müssen, weil der Vater gestorben war und ist also eine sehr tüchtige Geschäftsfrau geworden. Also sie sieht, dass es da eben tatsächlich diese Flexibilität gibt. Dann ist bei Edith Stein aber sehr besonders, dass sie auch die symbolische Dimension des männlichen und weiblichen Leibes bedenkt. Eben, was wir Leibphänomenologie bei ihr nennen. Und das ist heute wieder sehr, ja, sozusagen aktuell und in Frage gestellt. Eben die Bilder zum Beispiel, auch biblische Bilder von Braut und Bräutigam. Dass Gott der Bräutigam ist, Christus der Bräutigam und die Gemeinde, die Kirche ist die Braut. Aber verstehen das
Versteht das unsere junge Generation noch, die schwulen Hochzeiten kennt oder Tinder-App, eine App, wo man weiß, wo jemand direkt Sex haben will, der in der Nähe ist? Oder verstehen wir noch die Bilder von Vater und Mutter, wenn es jetzt Elter 1 und Elter 2 auf Ämtern gibt, Samenbanken, die eben einer Frau verhelfen, doch ohne Vater eben auch, ohne Mann eben auch Mutter zu werden, Leihmutterschaft, Adoption durch Homopaare und sogar Sterilisationen für bereits 20-jährige Mädchen, die wissen, sie wollen nur Sex ohne Folgen haben, keine Folgen für die nächste Generation. All das zusammengefasst in dem Motto eines katholischen Queergottesdienstes in München: Familie ist, was wir daraus machen. Also leuchten diese Bilder noch ein? Das wird schwierig, sage ich. Deshalb brauchen wir eben da anthropologische Nachhilfeunterstützung. Wir haben also die Begriffe Sex, das biologische Geschlecht, Gender, das Soziale und Desire, eben das sexuelle Begehren nach der Queer-Theorie. Und das Begehren ist jeweils gleichwertig und unterstützenswert, egal woher es kommt, sagen die Queer-Theoretiker. Und durch dieses Begehren wird man zu einer sexuellen Identität. Das heißt, wenn ich als Mädchen eben ein Mädchen begehre, dann werde ich eben zur Lesbe und das ist meine sexuelle Identität. Ich bin dann quasi nicht mehr Frau oder Mädchen oder Frau, sondern Lesbe. Also es gibt neue Identitäten, die eben tatsächlich unterschieden sind von dieser Zweigeschlechtlichkeit. Zu den herkömmlichen Anthropologien möchte ich eine Differenzierung einziehen. Die herkömmliche Anthropologie, die heutigen queeren Anthropologien und Edith Steins Anthropologie, die quasi dazwischen steht. Und in den herkömmlichen Anthropologien, ganz grob gesagt, wird vor allen Dingen die Person hervorgehoben, das Personsein des Menschen mit seiner Vernunfttätigkeit. Und so einseitig, dass die Zweigeschlechtlichkeit, die Unterschiedenheit in der Leiblichkeit thematisch vernachlässigt wird. Also es wird nicht so viel über die Differenz von Mann und Frau geschrieben, als davon, wie der Mensch vernünftig seine Freiheit ausleben kann, Person sein kann, den freien Willen entfalten kann und so weiter. Hier das Bild dazu, also die Höherentwicklung des Menschen ist eben der Mann, der dort alleine steht. Das Personensein, was also sozusagen den Menschen schlechthin repräsentiert, aber er ist eben nur ein Mann, nicht das zweigeschlechtliche Wesen Mensch. Und auch bei Edmund Husserl, Edith Steins Lehrer, war es so, dass ein heimlicher Dualismus auch bei ihm eben zu finden ist zwischen Vernunft und Geschlechtlichkeit. Er hat zwar Lust und Fruchtbarkeit, also es kommt vor, dass der Mensch einen Leib hat, dass der Mensch auch ein geschlechtliches Wesen ist, aber natürlich marginal. Das heißt, wir finden immer wieder eine Minderbewertung und Abwertung. Umgekehrt bei heutigen Anthropologien finden wir eine Überbewertung nicht des Leibes, aber des sexuellen Begehrens. Slavoj Žižek schreibt ein neues Buch zum Thema Sex und das verfehlte Absolute, wo er eben sagt, eigentlich ist das sexuelle Begehren etwas Göttliches, wenn man Sexualität leben kann, aber es ist etwas, was auch verfehlt, als an die oberste Stelle des Menschen gesetzt wird. Das heißt, die Kehrseite des früheren Verschweigens ist jetzt eine Überbewertung dieses Bereichs. Wir haben auch bis hin eben zu einer Umwertung in diesen heretischen neuen Anthropologien, wie ich eben zeigen möchte, was sind da die neueren Probleme. Also das frühere Problem ist, dass man die Zweigeschlechtlichkeit gar nicht, sexuelle Differenz gar nicht benannt hat, sie einfach ignoriert, verschwiegen, für selbstverständlich genommen hat, sie nicht für bedenkenswert erklärt hat und nun eben sie sogar als hinderlich versteht und auflösen möchte. Edith Steins Anthropologie hingegen spricht unter anderem von der Berufung von Mann und Frau. Und sie hat nicht nur eine einlinige, eindimensionale Vorstellung von Mann und Frau, sondern ist da sehr flexibel, wie ich zeigen möchte. Das heißt, sie steht eigentlich zwischen dem, dass man nur das Personensein ohne die Zweigeschlechtlichkeit betont und zwischen dem, dass man halt es völlig überbewertet, das sexuelle Begehren. Zur Leibphänomenologie genauer, da ist das Kennzeichen, dass man unterscheidet zwischen Körper und Leib. Das ist wunderbar. In der
deutschen Sprache. Deshalb ist die deutsche Sprache auch eine wunderbare Philosophensprache. Das bedauern viele Franzosen und Engländer, dass man diese guten Differenzierungen oft eben bei den Übersetzungen Husserls und Edith Steins nicht so gut hinbekommt. In Freiheit und Gnade schreibt Edith Stein eben vom beseelten Leib und dem toten Körper. Also ein Körper kann eben auch ein geometrischer Körper sein, ein Würfel oder ein Quader. Und wenn man den Begriff Körper verwendet, dann geht es eher um die Ausdehnung, die Oberfläche. Und Edith Stein betont aber, dass der Leib gerade auch eine Innenseite hat, dass wir den Leib spüren können durch die Sinnenseele. Und wir können das Spüren wiederum verstehen. Wenn wir beispielsweise Schmerzen haben, Zahnschmerzen oder Kopfschmerzen oder irgendeinen Schmerz, Bauchschmerzen, dann ist das immer ein Signal des Leibes an die Seele. Wir spüren etwas seelisch und können mit dem Geist dann sozusagen mit unserem Verstand überlegen, aha, was muss ich jetzt tun, damit der Leib diese Schmerzen nicht mehr hat. Also die Seele, die Sinnenseele vermittelt. Und diese Innenseite des Leibes ist sehr wichtig. Da speichern sich auch seelische Verletzungen und eben Traumata ab. Das heißt, man kann auch in der Therapie, man nennt das allerdings auch Körpertherapie, man kann sozusagen die Innenseite des Leibes berühren, durch die Außenseite des Körpers sozusagen, und seelische Dinge wieder in Gang bringen, in Fluss bringen, die völlig verdrängt und sozusagen zurückgedrängt wurden. Aber der Leib, die Leibseele speichert es sozusagen, die Innenseite des Leibes. Es ist ganz wichtig auch für sexuellen Missbrauch beispielsweise. Das sexuelle Begehren hat verschiedene Dimensionen. Einmal leibliche Dimensionen, die Sexualität ist vorausgesetzt in unseren Organen, aber dann auch das Sinnenseelische, das psychische Begehren. Die Anziehungskraft ist etwas, was auf der seelischen Ebene funktioniert, nicht mit Körperteilen. Dann gibt es auch eine seelisch-geistige Prägung, das kulturell-moralische. Und mit Edith Stein möchte ich zeigen, wie man die Sprache identifizieren kann, ob unser Leib zu uns spricht oder unsere Seele und wie der Leib zu uns spricht. In herkömmlichen theologischen Anthropologien, im Gegensatz zu Edith Steins Anthropologie, wird immer wieder nur betont, die Stellen im Alten Testament zur Zweigeschlechtlichkeit. Hier ein Bild von Adam und Eva mit ihren Kindern, Kain und Abel. Und Adam und Eva werden eben als Ehepaar dargestellt und betont. Das heißt, sie haben einen komplementären Leib, der zusammenpasst, sind sexuell aktiv und fruchtbar, wie man sieht. Sie können also Mutter und Vater werden. Und im Alten Testament findet sich auch, zum Beispiel im Hohen Lied, das gegenseitige lustvolle Begehren. Also all das wird im Alten Testament genannt. Was noch nicht vorkommt und was Edith Stein herausfindet, gerade weil sie Jüdin ist. Ne? Also gerade weil sie das Alte Testament so gut kennt und es gelebt kennt, findet sie raus, was bei Jesus neu ist. Und das ist eben die Neuordnung des Geschlechterverhältnisses für sie. Jesus bringt also das Institut der Ehelosigkeit neu hervor, Entschuldigung, indem er selber ehelos lebend ist, also Jesus, der neue Adam, und seine jungfräuliche Mutter ebenfalls, also nicht ehelos, aber sie ist Jungfrau sozusagen, die neue Eva. Das heißt also, zusätzlich zu dem, was wir vorher im Alten Testament an Vater und Mutter sein haben, kommt jetzt etwas hinzu, das nicht das Geschlecht ausleben meint, die Keuschheit, der zölibatäre Lebensstil. Und das ist auch für das Judentum und auch für den Islam eigentlich unerhört. Und daraus ergibt sich aber auch ein differenzierter Umgang Jesu mit beiden Geschlechtern. Das ist das, was Edith Stein sehr schön herausarbeitet. Und das tut sie in der Fortsetzung, aber auch im Kontrast zur jüdischen Tradition, dass sie also das ehelose Leben und das Leben in der Ehe, das bin ich mit meiner Familie, unser Sohn ist inzwischen größer als ich, das ist ein ganz altes Bild, und eine befreundete Ordensfrau, die ich gefragt habe, ob ich ihr Bild verwenden darf. Also Edith Stein zeigt eben, wie das zölibatäre Leben und das Eheleben sich ergänzen und letztlich die sexuelle Lust eigentlich entmachtet wird. Das ist jetzt meine Interpretation daraus.
nicht mehr die Lust und Freude an Sex und Elternschaft sind das Zentrale. Es gibt nicht mehr nur eine einzige treibende Kraft im Leben, nicht mehr nur eine einzige erfüllende Lebensform, sondern die Betätigung und die Nichtbetätigung von Sexualität werden gleichwertig nebeneinander gestellt. Das war in der Kirchengeschichte leider nicht immer so gleichwertig betont, sondern natürlich wurde auch die Ehelosigkeit sehr stark betont, der Klerus. Es kam also nicht richtig oder es kommt über die Zeiten hinweg zu unterschiedlichen Balanceakten. Und ich denke, heute haben wir sicher keine Balance mehr. Wie schwer ist es heute, sich zu verteidigen, dass man ehelos leben möchte oder dass man in einer ehelosen Form lebt? Also außer man lebt in der Ordensgemeinschaft, ist es vielleicht noch mal leichter, aber Priester zu werden oder auch überhaupt Ordensfrau zu werden, das ist heute nicht mehr besonders hoch bewertet. Also Edith Stein beobachtet eben, dass es hier eine neue Möglichkeit, eine neue Lebensform gibt, die nicht niederwertig ist, weil im Judentum, wenn man nicht Mutter geworden ist oder nicht Vater geworden ist, wurde man minderwertig behandelt. Das ist nicht der eigentliche Wert des Menschen, wenn ich nicht Mutter oder Vater werde. Und sie sieht hier, haben wir durch den neuen Adam und die neue Eva einfach einen neuen Impuls. Und das bringt Edith Stein eben dahin, dass sie auch vom beseelten Leib, wie gesagt, spricht und eben auch innerhalb der Leiblichkeit etwas Geistiges findet, das heißt, die Leiborgane, der Leib hat einen Sinn in sich. Der Sinn kommt nicht von außen, sondern wenn wir unseren Leib und die Funktionen betrachten, also sehr schön bei der Aufklärung, die unser Sohn eben hatte, MFM-Projekt, My Fertility Matters, da kriegt man eben gezeigt, was der Zyklus eigentlich für eine Schönheit hat und der Weg des Samens durch den Körper des Jungen, des Mannes und sie waren ganz begeistert. Also der Leib trägt einen Sinn in sich und sie haben verstanden, so bin ich entstanden. Und es ist wunderbar, dass ich als Kind so entstanden bin. Also der Leib trägt bereits einen Sinn in sich. Und der Körper ist deswegen auch kein seelenloses Ding. Anders die Gender-Theorien, die setzen eben dieses Begehren an erster Stelle und setzen es gleich und betonen damit die Geist, Seele des Personseins, nicht so sehr den Leib, sondern eher die psychische Ebene der Anziehungskraft, des Begehrens. Und damit ist es eben ein psychischer Vorgang, der wichtiger wird als der Leib. Die Folge davon ist, dass die Bedeutsamkeit der genitalen, leiblichen Unterschiede und damit auch die Fortpflanzung, Generativität abgewertet wird. Also nicht mehr das, wie mein Leib ist, und wie ich fruchtbar sein kann, ist bedeutsam, sondern umgekehrt nur das, wie ich mich fühle. Das heißt, Fruchtbarkeit, die Generationen, die Familie bekommt einen geringeren Wert. Ja, und damit geht es um die Auflösung der heterosexuellen Matrix oder der heterosexuellen oder auch binären Ordnung. Und gesucht wird die Vielfalt der sexuellen Orientierungen und von da aus eben bis hin zu Transgender und zum Transhumanismus. Was bedeutet das? Theoretiker wie Judith Butler oder auch Michel Foucault, den ich ja gerade auch erwähnt habe, streben die Auflösung der heterosexuellen Matrix an. Das heißt, dass es nur diese Zweiheit von Mann und Frau gibt. Und es geht ihnen darum, den Leib neu zu formatieren. Also wie man überschreibt sozusagen die Festplatte mit einem neuen Programm. Und was ist das Anliegen? Das Anliegen ist ein positives. Judith Butler sagt, sie möchte wissen, ob es eine nicht diskriminierende Anthropologie gibt, wo das homoerotische Begehren von Menschen seinen Platz findet. Also wo findet das einen Platz, dass eine Frau begehrt und ein Mann begehrt und dass sie nicht eben Vater und Mutter werden wollen. Also Butler konstatiert, dass jedes oder behauptet, jedes Begehren ist gleichwertig, nur dann wird keiner diskriminiert. Wenn jedes Begehren eben in einer Pädagogik der Vielfalt als gleichwertig erklärt wird. Die Fruchtbarkeit und Komplementarität der Geschlechter bleibt dann eben nicht mehr der Leitgedanke für Sexualität, sondern jedes Begehren ist sozusagen im Mittelpunkt.
Das wird gesteigert noch von der Bewegung der Auflösung der heterosexuellen Matrix, wird gesteigert von der Transgender- und Transsexualitätsbewegung. Denn Transgender führt letztlich in den Transhumanismus. Was bedeutet das? Die Transfrau, also früher Martin, jetzt Martin, Rotblatt, und sie ist Vorstandsvorsitzende des Pharmaunternehmens United Therapeutics, die eben auch Medikamente und Möglichkeiten eben zur Geschlechtsumwandlung anbieten. Sie schreibt, Transgender ist die Auffahrtsrampe zur Überwindung des Fleisches. Menschen, die sich weigern, als männlich oder weiblich bezeichnet zu werden, sind die Pioniere einer Menschheit, die nicht durch irgendein Substrat begrenzt ist. Es gibt eine Entwicklungslinie von Transgender zu Transhuman. Was bedeutet Transhuman? Transhuman heißt der Übergang, dass wir also Teile einer Maschine werden oder Maschinen Teile von uns werden, indem wir eben einen Chip haben, der uns hilft. Statt der Brille außerhalb von mir habe ich halt etwas innerhalb alle möglichen anderen Vorstellungen sind da drin, dass also der Mensch immer auch angewiesen ist auf Maschinen, auf Medikamente, auf Dinge außerhalb von ihm, um eben sich noch höher zu entwickeln. Also sie versteht das tatsächlich als eine Höherentwicklung, dass wir letztlich Fleisch überwinden, die Leiblichkeit überwinden, erstmal indem man sich auch umoperieren lässt und bis dahin, dass man eben gar keine Grenzen mehr kennt. Also hier die berühmten Transväter, eine Frau, die sich zum Mann umoperieren lassen hat also auch keine Brüste mehr, kann also nicht mehr stillen, aber sie kann noch schwanger werden. Sie hat sich nicht den Unterleib entfernen lassen, als sie eben Testosteron genommen hat und zum Mann geworden ist. Genau. Die Aktivisten sowohl eben der Schwulen- und Lesbenbewegung als auch der Transbewegung, Intersexuelle und Queer-Aktivisten, wehren sich gegen Zwangsheterosexualität. Das heißt also, dass man nur zwei Geschlechter sozusagen als Geschlechter anerkennt. Und Butler nennt das System, also Zwangsheterosexualität ist das System, in dem der Mensch als sexuelle Person nicht außerhalb der Begriffe der Heterosexualität lesbar ist. Also Männer müssen Väter werden, Frauen Mütter. Und der Körper, sagt sie, als biologisches, natürliches Geschlecht gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt den Körper nicht, denn der Körper des Ich ist immer schon durch Geist und durch den Willen des Menschen rollenbesetzt, gegendert. Also wenn ein Arzt ein Baby hochhält und sagt, es ist ein Mädchen, dann sagt er quasi, dieses ist ein Wesen, das mal mit einem Mann schlafen wird, Ehefrau wird, Kinder kriegen wird und den Haushalt führen wird. Also er sagt, wenn er sagt Mädchen, schon sagt er etwas, gibt er dem Mädchen eine Rolle mit, indem er das einfach nur ausspricht. Das heißt, es steht nicht auf diesem Körper geschrieben oder in diesem Leib ist ein Sinn, sondern Judith Butler sagt, wir legen diesen Sinn erst hinein, indem wir dieses kleine Baby besprechen mit einem Wort und das heißt Mädchen. Das heißt, es gibt eigentlich nichts, was in mir an Sinn liegt. Und sie sagt, bisher sind sehr viele Rollen ignoriert worden, zum Beispiel auch die von intersexuellen Körpern. Hier zwei Beispiele, ein Model und ein Sportler, eine Sportlerin, wo man nicht genau weiß. Die Geschlechtsorgane sind also meistens unterentwickelt, zu wenig ausgeprägt, als dass sie eben auch fruchtbar sein können. Aber es ist kein drittes Geschlecht biologisch, also wenn man die tatsächlich nur Naturwissenschaftler fragt, nicht die Gender-Theoretiker, dann ist es vom Biologischen her immer nur ein Unterlaufen der Zweigeschlechtlichkeit, aber nicht etwas Neues, was da entsteht, wenn etwas schief geht bei 0,2% der Babys, wo eben die Geschlechtsorgane nicht ganz ausgeprägt oder nicht für ein Geschlecht eindeutig zuzuordnen ist. Man hätte diese Rollen ignoriert, also 0,2%, und die homosexuellen Lebensweisen. Und das Ziel für Michel Foucault beispielsweise heißt, das binäre Denken überwinden. Binär heißt nur in dieser Zweiheit von Mann und Frau, von Vater und Mutter, weil eben vor der binären Norm das sexuelle Begehren einiger Menschen nicht normal ist.
Also wenn wir eine Norm haben, die nur zwei Dinge zulässt, zwei Formen, Kategorien, dann ist eben das homoerotische Begehren oder sind auch diese intersexuellen Körper sozusagen nicht normal. Ja, und was steht dahinter? Dahinter steht meines Erachtens ein tiefer Schmerz und den müssen wir uns auch bewusst machen. Das ist nicht einfach nur eine Spielerei oder eine neue Erfindung, sondern es ist wirklich ein tiefer Schmerz, anders als diese anthropologische Norm zu empfinden, zu begehren und immer sich ausgeschlossen zu fühlen. Also tatsächlich ist es ja so, dass das nicht bisher bedacht wurde, weder philosophisch noch theologisch zu wenig bedacht wurde. Und das Ziel für diese Menschen, die diesen Schmerz empfinden, ist jetzt die Norm der Zweigeschlechtlichkeit aufzulösen, hinein in eine Vielfalt des sexuellen, seelischen Begehrens. Eben solche Broschüren wie Pro Familia, anders ist jetzt normal. Also alles andere ist jetzt, also alles ist jetzt normal. Damit kann es aber zu einer großen Verwirrung kommen unter der Jugend, die eben Orientierung sucht. Die häufigste Frage ist, woher weiß ich, dass ich homosexuell bin? Von Jugendlichen, wie finde ich das alles raus? Welches Geschlecht ich nun bin? Entschuldigung. Und deshalb wird es eben mehr Schmerz geben, höchstwahrscheinlich, aber es ist eher eine Vergemeinschaftung des Schmerzes. Es ist nicht mehr nur eine Minderheit, die Schmerz empfindet, sondern auch dieser Schmerz wird weitergegeben. Die Hoffnung der Gender-Theoretiker, die dahinter steht, ist jedoch, dass der Schmerz ein Ende hat. Dass wenn sie und ihr Begehren nicht mehr ausgeschlossen sind, dass der Schmerz ein Ende hat. Ich sehe da die Aufgabe der Kirche, um mal einen Sprung zu machen zu uns. Es geht gerade darum, Menschen am Rand nicht mehr zu ignorieren, sondern sie zu integrieren, also sie tatsächlich aufzunehmen, sie liebend mit einzuschließen und nicht, dass man seine eigene Position hinsichtlich von Ehe und Familie aufgibt, sondern dass man eine neue Haltung entwickelt zu den Menschen, die tatsächlich eben anders empfinden. Und dazu gehört für mich auch das Durchdenken der Sexualmoral, aber auch das Vertiefen der Geschlechteranthropologie, zum Beispiel eben mit Edith Stein. Und für das Kirchenmodell, würde ich sagen, heißt es auch, dass sich Familien öffnen müssen für eben auch Singles, sie aufnehmen, anders Empfindende eben in kleinen Hauskirchen, Hauskreisen aufzunehmen und nicht mehr zu behaupten, dass die Kirche nur aus Familien besteht. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Ich selber war auch sehr lange Single. Und genau das fehlt, dass man eben tatsächlich sich öffnet und nicht nur Vater und Mutter und die Kinder kennt, sondern dass es eben auch andere Formen gibt und tatsächlich eben auch das Bedürfnis nach Gemeinschaft von anderen Menschen, die nicht in dieses binäre Modell passen. Das war nur ein Ausblick. Jetzt kommen wir nochmal zu Edith Stein. Sie wird sehr häufig kritisiert eben für ihre Ausdrucksweise, dass sie nach dem Wesen der Frau und dem Wesen des Mannes gesucht hat. Und das heißt, in der heutigen feministischen und auch Gender-Theorie heißt das Essentialismuskritik. Also man kritisiert, dass sie gesagt hat, es gibt ein Wesen der Frau. Und zu Recht wird das kritisiert, wenn man halt solche platten Dinge sagt, wie der Mann ist rational, die Frau ist gefühlsbetont. Das wird zu Recht kritisiert als Essentialismus, dass man sagt, so ist der Mann und die Frau ist nie so. Das ist natürlich Unsinn. Aber die Frage nach der Essenz, nach dem Wesen, ist der Kern von Husserls Methode, Philosophie zu verstehen als phänomenologische Wesensforschung. Und was Edith Stein tut, tut sie eben in der Tradition der Phänomenologie und nicht in einem platten Wesensverständnis. Das heißt, sie differenziert nach der Phänomenalität des biologisch Leiblichen, also wie sind wir biologisch konstituiert, und schaut dann eben auch auf die seelische Innenseite des Leibes. Diese Unterschiede in der leiblich-geschlechtlichen Vorgabe des Menschen, sagt sie, prägen eben auch das seelisch-geistige. Es ist nicht bedeutungslos, sagt Jörg Splett, der Philosoph Jörg Splett, dass eine Frau 9 Monate lang ein Baby in ihrem Leib tragen kann oder eben ein Mann es nicht kann. Das ist nicht bedeutungslos, dieses Phänomen des Anthropologischen. Also das Psychische der Person
kann eben aufgrund der Geistbegabung des Menschen unsere Erfahrungen prägen. Umgekehrt, die Erfahrungen mit unserem Leib prägen eben auch das Seelische. Also eben nochmal der sexuelle Missbrauch. Es ist eine große Zerstörung, ein großer Eingriff, wenn man etwas im Leib erlebt, was da nicht hingehört in den Leib. Und deshalb eine große seelische Zerstörungskraft. Oder auch Bilder. Wochenende hatten wir eine Tagung, war ich auf einer Tagung, wo ein junger Mann eben erzählt hat, dass er mit 9 Jahren schon Pornos in einen Porno reingelaufen ist, also in einen Film. Und diese Bilder haben ihn bis in seine Ehe Ende 20, Anfang 30 begleitet und haben es wirklich schwer gemacht für ihn, seine Sexualität tatsächlich zu finden. Also das Leib-Seelische hängt sehr eng tatsächlich zusammen. Gut, zurück zu Edith Stein. Für Edith Stein ist wichtig, dass der Leib als Frau uns nicht auf eine einzige Rolle fixiert. Also sie vermeidet den biologischen Determinismus. Und sie sagt also, es ist nicht zulässig, die Biologie auf die soziale Rolle auszuweiten. Dennoch sagt sie, dass eben dass man das Wesen der Frau erkennen kann aufgrund der Potenz von Frauen zum Empfangen und Umschließen. Das ist die Zirklusion im Gegensatz zur Penetration, im Umschließen des Mannes und des Kindes in ihrem Leib. Aufgrund der Potenz zu Schwangerschaft, Geburt und Stillfähigkeit. Also hier nimmt sie biologische Konstanten und behauptet, dass dieser Leib, diese Leiblichkeit Auswirkungen auf die Seele hat. Selbst wenn diese Potenz nie aktualisiert wird, also wenn eine Frau auch nie Mutter wird, hat sie dennoch diese Anlage und damit auch den Einfluss auf ihre Seele. Frau eben ist eher auf Personen ausgerichtet, weil sie ein Kind in sich tragen kann. Deshalb ist sie auch meistens die, die die Beziehungsarbeit in einer Paarsituation leistet mit einem Mann. Sie ist die, die Beziehung baut, die Leib eben sozusagen im Leib eine Person tragen kann und deshalb auch das Netz um sie herum spannt, um eben Beziehungen aufzubauen. Also sie sagt, individuell mit großen Abweichungen und Übergängen ist die Frau im Prinzip auf Personen ausgerichtet, mit einer besonderen Gabe zur Einfühlung in andere Menschen, weil sie ja sich ins Kind später einfühlen muss, wenn sie ein Kind bekommt oder eingefühlt hat. Und sie ist in ihrer ganzen seelisch-geistigen Haltung eher aufs Ganzheitliche ausgerichtet. Es ist selten, dass sie nur eine einzige Tätigkeit mit dem Kopf beispielsweise tut, sondern meistens hat sie auch weitere Begabungen und diese Vielfalt. Ja, es ist immer schwer, heute diese Klischees auszusprechen, aber Edith Stein geht tatsächlich eben von der Phänomenalität des Leibes aus und sagt, der Mann ist geprägt durch die Potenz zum Eindringen, das sagt sie nicht, das sage ich jetzt hier, indem ich sie weiterdenke, die Penetration in die Frau und seine Stoßkraft beim Geschlechtsakt, seine Zeugungsfähigkeit und die kurze Beteiligung am Akt des Hervorbringens des menschlichen Lebens. Ja, also das ist wirklich so ein Unterschied, dass ein Mann nur sehr kurz beteiligt ist und eben die Frau sehr lange, bis eben das Kind abgestillt von der Empfängnis bis dahin, dass es das Kind erstmal abgestillt ist, dann ist es immer noch krank und hängt an der Frau oder es wird, ja, es ist sehr lange, bis eben das neue Leben tatsächlich selbstständig ist. Es ist etwas völlig anderes, Mutter zu sein, als Vater zu sein. Dann eher, genau deswegen sei der Mann eher auf Kampf, Schutz und Eroberung ausgerichtet und allgemein auf die Sache. Dann auch auf Spezialisierung mehr als auch auf Ganzheitlichkeit. Das sind ganz grobe Vereinfachungen und Edith Stein betont, die Individualität ist ganz wichtig. Individuell variiert jede Frau, jeder Mann. Individuen sind mehr eine mehr oder minder vollkommene Realisierung der Spezies. Also kein Mann ist völliger Mann und keine Frau ist völlig Frau, sondern sie prägen jeweils den einen oder anderen Zug stärker aus. Das heißt, Frauen können eine starke Annäherung an die männliche Art zeigen und umgekehrt. Es kann sehr mütterliche, sehr weiche Jungs geben, sehr weiche Männer und es kann sehr buschikos wirkende Mädchen geben. Und das hat alles seinen Platz und seinen Ort, weil es eben die individuelle Eigenart gibt.
Gut, Edith Stein hat auch eine Vision einer geschlechtergerechten Gesellschaft. Und zwar, weil sie von geistig-seelischer Komplementarität ausgeht, sagt sie, dass es immer auch extreme Polaritäten von Weiblichkeit und von Männlichkeit gibt. Der Mann, der eben so sich als der Macho fühlt und vor Kraft eben protzt, oder die Frau, die, ja, die völlig sinnlich sich mit Kleidung und Äußerem beschäftigt. Und diese Exzesse einer, ja, des einen Pols oder des anderen Pols und auch die Mängel, die in dieser ja, nur auf das eine konzentrierte Weiblichkeit oder das eine konzentrierte Männlichkeit liegen. Diese Mängel und Exzesse können Mann und Frau eben sozusagen ja, abschleifen, zu mehr Menschlichkeit bringen, indem sie zusammenarbeiten, sich ergänzend ergänzen eben in der Zusammenarbeit. Dazu gehört aber, dass man erstmal Mann selbst ist, also dass die Frau tatsächlich ihr Frausein erkennt und lebt, und der Mann genauso auch sein Mannsein entdeckt und lebt und erkennt. Und dass man dann offen wird auch für die Eigenart des anderen Geschlechts, dass man sich wirklich fragt, ja, ist der andere vielleicht nicht nur so, weil er den und den Charakter hat, sondern eben auch, weil er eine bestimmte Vorgabe eben als Mann hat. Das ist ganz wichtig. Genau. Männer und Frauen können voneinander lernen, eben wenn man die Stärken auch des anderen Geschlechts in die eigene Persönlichkeit mit einbezieht. Das wäre sozusagen das reife Mannsein, das reife Frausein, dass ich vom anderen Geschlecht lerne und die Stärken einbeziehe. Nicht das, was eher ein Mangel ist am anderen Geschlecht oder wo man eigentlich hinter seinem Menschsein zurückbringt, zurückliegt, sondern eben das, was tatsächlich eben sozusagen eine geschlechtergerechte Gesellschaft bringt. Und Edith Stein wünscht sich, dass in jedem Beruf, eben das letzte Mal haben wir über den Beruf der Politikerin gesprochen, tatsächlich jeder Gesellschaftsbereich geschlechtergerecht geformt wird, indem Frauen ihre Eigenart einbringen, indem sie nicht versuchen, dem Mann nachzuahmen, sondern ihr eigenes einbringen. Genauso, dass der Mann nicht versucht, die bessere Frau zu sein und so weiter. Theologisch nennt Edith Stein das, man sollte eben die spezifischen Neigungen der Geschlechter zur Sünde auch sozusagen offenlegen. Also da, wo der Mann die Frau nur ausnutzt für sein sexuelles Begehren oder da, wo es ihm nur um schnelles Geld und Erfolg geht. Diese Neigungen und wo es ihm um Macht geht, sollten eben aufgedeckt werden und auch geheilt werden. Edith Stein spricht ja theologisch natürlich auch von Heilung. Wenn man es säkular feministisch ausdrücken würde, dann würde man sagen, man muss die männliche Hegemonie überwinden. Also das, was das Störende ist am Mannsein, was der Frau auch im Weg ist, damit die Frau wirklich ihr Frausein auch leben kann. Edith Stein ist auch selbstkritisch feministisch, indem sie sagt, und die Frau hat auch die Aufgabe, das Intrigenhafte an ihr selbst zu überwinden. Also da, wo Frauen zu Intrigen neigen, zu dem, dass sie eher hinten herum etwas bewegen und so weiter. Und dass es insgesamt für eine geschlechtergerechte Gesellschaft nicht darum geht, die Frau zu vermännlichen oder den Mann zu verweiblichen. Edith Stein geht es um die Vermenschlichung beider. Und das ist natürlich eine große Gefahr wieder, dass man denkt, okay, dann sind wir also geschlechtsneutral. Nein, es geht darum, menschlich zu werden, aber in der je eigenen seelisch-leiblichen Geschlechtlichkeit. Also man überwindet nicht das Schöne am Mannsein, das Schöne am Frausein, sondern man behält es, aber übersteigert es, indem man Mensch wird. Die vermenschlichte Person ist also kein geschlechtsneutrales Subjekt. Genau. Gut, zurück zu dem Ausblick von den fruchtbaren Leibern zum formatierbaren Körper hin zu Intersexualität und Transsexualität. In der Queer-Theorie haben wir das biologische Geschlecht nur noch als sozial konstruiert, als fließend verstanden. Und das heißt eben nochmal zur Wiederholung, man sagt, dass es nicht mehr bedeutsam ist, dass es einen leiblich-genitalen Unterschied gibt zwischen den Geschlechtern. Es ist nicht mehr von Bedeutung, dass es eine natürliche Fruchtbarkeit gibt. Und es ist auch nicht mehr von Bedeutung, dass es eine natürliche Familie gibt, sondern alles ist gleichwertig nebeneinander.
Edith Stein hat in den 30er Jahren bereits das Intersexualitätsargument gekannt, was sehr gerne hergenommen wird. Eben intersexuelle Menschen mit diesen abweichenden Geschlechtsteilen werden ja als Argument genommen, dass es eben ganz viele Geschlechter gibt und deshalb auch jeder sein eigenes Begehren und sein eigenes Geschlecht hat. Edith Stein spricht im Zusammenhang mit der Frage, ob jetzt Mann und Frau ein Typus sind oder eine Teilspezies, also ob wir eine Doppelspezies haben, dass Mann eine eigene Spezies ist und Frau eine eigene Spezies. Und sie sagt dann unter gewissen Bedingungen, ob es möglich wäre, einen Typus in den anderen zu überführen, also wirklich aus einem Mädchen einen Mann zu machen und aus einem Jungen eine Frau. Ist das möglich, diese Übergänge? Und da schreibt sie eben, selbst gegen die Unaufhebbarkeit der körperlichen Unterschiede, hier sagt sie wieder Körper, also der Formen, äußeren Formen, ließen sich gewisse Tatsachen, eben Zwitter und Übergangsformen, anführen. Und das finde ich sehr interessant, dass sie also tatsächlich in ihrer Anthropologie-Vorlesung und also in den 30er Jahren schon von Zwittern spricht. Das ist heute, was wir heute als Intersexuelle bezeichnen. Hermaphroditen hat man früher gesagt oder Zwitter. Und heute spricht man eben von Intersexualität oder DSD-Menschen, Disorders of Sex Development, also wo sich eben die Geschlechtsteile nicht entwickelt haben, nicht in normalen Bahnen entwickelt haben. Und ich vermute, das ist nur meine Vermutung, da habe ich also keine Beweise, dass sie das in der Hautarztpraxis ihres Schwagers Max Gordon schon als Teenager kennengelernt hat. Sie hat da Bücher gelesen, die sie nicht hätte lesen sollen, im Haushalt ihrer Schwester. Und wahrscheinlich ist sie da auch damit in Berührung gekommen. Denn ich habe gelernt vom Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Sexualwissenschaft, der heißt Jakob Pastöter, dass eigentlich Anfang des Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, sehr viele Juden sich in der Sexualforschung betätigt haben. Sehr viele Juden, die dann aber tatsächlich eben durch den Holocaust als Forscher nicht mehr da waren. Also dass in Deutschland ein ganzer Neustart, auch was Sexualität und Forschung betraf, gestartet werden musste. Und da kam mir eben auch dieser Zusammenhang, das ist nur eine Spekulation, dass ja auch der Schwager Edith Steins eben in dem Bereich als Hautarzt wahrscheinlich geforscht hat, wahrscheinlich auch Abnormalitäten eben im geschlechtlichen Bereich miterlebt hat, Geschlechtskrankheiten und so weiter. Aber das ist nur eine Spekulation. Also zumindest kennt sie das Thema der Zwitter, der Intersexualität. Sie spricht den Geschlechtsleibern als Norm, also Mann und Frau sein, eine theologische Bedeutung zu, hat es nicht weiter verfolgt, was sie hier eben schreibt, dass es auch Übergangsformen gibt. Aber dadurch, dass sie es sozial eben sozusagen lebendig hält, Männer können andere Rollen übernehmen, soziale Rollen, also können eben auch ein Baby aufziehen, natürlich nicht mit dem Stillen an der Brust. Und Frauen können auch eine männliche Leitungsrolle beispielsweise übernehmen. Aber ihre Leiber haben doch eine theologische Bedeutung und sie nennt das eben Berufung. Also es ist nicht unwichtig, welchen Leib der Mensch trotzdem weiterhin hat. Das heißt, wenn man die Kategorie Zweigeschlechtlichkeit auflösen will, wie die Gender-Theoretiker fordern und auch inzwischen in der katholischen Theologie, Moraltheologie sehr stark gefordert wird, dann wird Fruchtbarkeit etwas Zufälliges, etwas Randständiges. Dann ist es mein persönliches Problem, wenn ich auch noch Kinder haben will, sozusagen. Dann muss ich gucken, wer da mitmachen will. Also dann ist es nicht mehr sozusagen die Berufung einer Frau und Berufung eines Mannes, sondern vielleicht nur noch ein Persönlichkeitsmerkmal. Und interessant finde ich, dass die Genderforscher eben nur auf das Ich des Babys schauen. Und das Baby kann ja tatsächlich eben abgewandelte Geschlechtsorgane haben oder kann später einen homosexuellen Lebensstil führen. Aber die Eltern, die dieses Baby in die Welt gebracht haben, die sind eindeutig Mann und Frau, Vater und Mutter. Das heißt, wenn man eben für die Forschung und die Frage nach der Zweigeschlechtlichkeit auf die eigenen Eltern schaut, dann schaut man immer auf Zweigeschlechtlichkeit. Das heißt also für mich, dass es auch ein Akt der Dankbarkeit ist für unser eigenes Leben und für Leben überhaupt, wenn wir auf Mann und Frau schauen.
Und ich denke, das ist ausgedrückt in diesem vierten Gebot, Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst in diesem Land. Das heißt, wenn wir nicht nur unseren Forscherblick auf das Ich richten, sondern auf das Wir, woher kommt das Ich? Dann können wir auch dem Leib die Ehre geben und durch das Zölibat darüber hinaus wachsen. Also verherrlicht Gott in eurem Leib. Edith Stein wendet sich gegen diese Engführung Frau gleich Mutter. Sie selber ist ja auch nicht Mutter geworden im geistlichen Sinne, hat sie eben auch Töchter sozusagen geführt. Vor allen Dingen vom Judentum zum Christentum hat sie einige begleitet. Und Edith Stein sagt, in der Jesu Erlösungsordnung ist ein Element, das geht über die Schöpfungsordnung hinaus. Gleichzeitig bleibt unser Geschlechtsleib natürlich, aber wir können über diese Natürlichkeit hinausgehen durch den zölibatären Lebensstil. Da kommen gerade Frauen zu Berufungen, die ihnen sonst nicht möglich gewesen wären, sondern die sie jenseits des leiblichen Mutterseins eben freisetzen. Sie sagt, das Herauswachsen über die natürlichen Grenzen, das höchste Gnadenwirkung ist, kann aber niemals erreicht werden durch einen eigenmächtigen Kampf gegen die Natur und durch die Leugnung der natürlichen Grenzen. Was heißt Kampf gegen die Natur? Eben das Hass auf das eigene Frausein. Das ist also ein Element, was ganz wichtig ist, was Edith Stein auch kennengelernt hat, dass man eben das Frausein verachten kann, sein eigenes Frausein. Es kann natürlich auch ein Spiegel einer Gesellschaft sein, Spiegel einer Umgebung, dass andere mein Frausein nicht achten. Und dazu gehört eben auch, einen Schritt zu gehen, der Versöhnung mit sich selbst, mit der eigenen Mutter als Frau. Und auch in der Familienstruktur eine Absage an Misogynie und Misandrie, also Frauenhass und auch Männerverachtung. In vielen Familien untergründig läuft das mit und wirkt sich dann eben aus, indem dass man sich selbst eben bekämpft, letztlich die eigene Natur bekämpft in sich. Die Hinwendung zu Jesus Christus, Versöhnung mit Gott und mit sich selbst, wäre da die Grundlage. Und dann schreibt Edith Stein eben, die positiven Werte des männlichen und der weiblichen Natur vereint, ist möglich in dieser geschlechtergerechten Gesellschaft. Oder hat jemand sein Mikrofon an? Darum, schreibt sie, sehen wir bei heiligen Männern weibliche Zartheit und Güte und wahrhaft mütterliche Fürsorge für die Seelen, die ihnen anvertraut sind. Bei heiligen Frauen männliche Kühnheit, Festigkeit und Entschlossenheit. Und da sagt sie, das geht aber nicht durch Verletzungen und Irritierungen mit dem eigenen Leib. Es geht nicht darum, in Unfrieden zu leben, sondern in Frieden zu kommen mit sich selbst. Über diesen Unfrieden möchte ich noch weiter mit Ihnen sprechen, bevor wir dann zum Schluss kommen, von falschen Leibern. In der Sexualtherapie kennt man die emotional-psychische Seite des Leibes. Und ein neues oder in den letzten Jahren immer stärker gewordenes Element eben der Sexualtherapie ist auch die Gender-Dysphorie, das sich unwohl fühlen mit dem eigenen Geschlecht. Also hier das Bild von dem Teenager, der nicht weiß, ist er male oder female. Und unten ein Junge schaut in den Spiegel und sieht ein Mädchen. Wer bin ich? Was bin ich? Das hat also zugenommen, wie also vor einigen Jahren noch die Magersucht ein Zivilisationsproblem war, ist jetzt inzwischen vergleichbar vielleicht eben dieser Wunsch von Kindern und Jugendlichen, doch in das andere Geschlecht hineinzukommen. Da ist dann eben die Frage, fühle ich mich als Kind mit meinem weiblichen Leib wohl oder unwohl? Entwickle ich eine weibliche Identität? Erlebe ich positive, einfühlsame Bestärkung von Mutter und Vater? Habe ich sexuellen Missbrauch erlebt? Das ist also etwas, was ich auch persönlich kenne. Ich eine junge Frau, die eben jetzt nicht mehr Eva, sondern Erik heißt und als Kind Missbrauch erlebt hat und tatsächlich eine sehr starke Ablehnung des eigenen Leibes empfunden hat und lieber eben in der sozusagen Tätergeschlechtlichkeit als in der Opfergeschlechtlichkeit stecken wollte. Es gibt tatsächlich auch mehr junge Frauen, die Männer werden wollen, als umgekehrt. Übe ich als Mädchen eine eher typische oder untypische soziale Rolle aus oder eine Mädchensportart oder eher auch eine Jungsportart? Das hat oft auch damit zu tun, dass ich meinen Leib nicht gut integrieren kann. Kann ich mich als Mädchen mit meinem Leib versöhnt fühlen?
Es gibt einen langen Übergang in der Pubertät vom Ablehnen des anderen Geschlechts in der Vorpubertät. Also die Jungen finden alle Mädchen doof, alle Mädchen finden alle Jungs doof, hin zum Begehren des anderen Geschlechts. Und wenn man dann ein Mädchen mit 13 fragt, die vielleicht schon ihre Menstruation hat, aber eigentlich noch gar nichts mit Jungen zu tun haben will, ja, wie sie dann empfindet, welches Geschlecht sie dann ist, dann sagt sie vielleicht, dass sie lesbisch ist, weil sie noch gar nicht so weit ist, dass sie ihre Mädchengruppe sozusagen verlassen hat und schon beim Begehren des Jungen angekommen ist. Das heißt, je früher heute die Kinder sich outen müssen und sagen müssen, ich bin so oder so, umso schwieriger wird es. Es ist eigentlich eine lange Passage von dem, dass man eben das andere Geschlecht tatsächlich eben annehmen, also ein eigenes Geschlecht annehmen kann und auf das andere Geschlecht zugehen kann. Und aus dem entwickelt sich sehr viel Verwirrung. Hier oben haben wir den Till Amelung, ein Transmann, der früher Frau war, als Frau im falschen Leib sich zu fühlen. Eben nochmal Genderdysphorie ist da der Ausdruck. In ihr ist eigentlich die Geistseele eines Mannes, so wird behauptet. Also Transgender bedeutet, in mir ist eigentlich die Seele eines Mannes. Ich möchte zum Mann werden. Ich möchte auch leiblich mich umoperieren lassen, meinen Körper dieser Seele des Mannes anpassen lassen. Und da ist die Vorstellung, die Seele des Transmannes steckt in einem Gefängnis und die Befreiung kann nur erfolgen durch das Skalpell des Chirurgen, durch die Hormonpräparate zur wahren Identität. Also es muss geschnitten werden, damit die Seele befreit wird. Während Homosexuelle behaupten, sie seien so geboren, entgegen empirischen Forschung, also man findet kein Gen, das sagt, ja, das ist nur von Geburt so, sondern es sind immer auch soziale Einflüsse. Es gibt also nicht das, ich bin so geboren. Und daher seien ihre Empfindungen nicht veränderbar. Dagegen behaupten Transgender, sie seien zwar so geboren, aber sie sehnen sich nach einer chirurgischen Veränderung, die letztlich wieder diese zweigeschlechtliche Norm bestätigt. Also wir sehen das untere Bild eben unter den zwei homoerotisch empfindenden jungen Männern sehen wir also eine Transfrau, die früher Mann war. Transition bedeutet eben, dass Testosteron eingenommen wird. Bei Frauen ist es so, die Brüste abgetrennt werden, die Gebärmutter entfernt wird. Manche lassen sie dann doch nicht entfernen. Und eben es wird versucht, plastisch etwas anzupassen, was natürlich nicht auf die auf XY, auf unsere Gene einwirkt, auf unsere Gesamtkonstitution. Und das Herz bleibt natürlich auch an der Stelle, wo es gewesen ist. Und wir wissen ja, dass Frauen- und Männerherzen anders schlagen, dass auch unsere Organe, Herzinfarkte und so weiter, anders funktionieren. Dass es also nicht nur die äußeren Geschlechtsorgane sind, die sozusagen Mann und Frau sein zeigen. Genau, das Gefühl siegt also hier über die Sprache des gesunden Leibes. Es wird ja an einem gesunden Leib geschnitten, nicht an einem kranken Leib. Das heißt, die Spannung der Psyche wird versucht, dass man sie lösen kann durch die Veränderung des Leibes. Es besteht eine Spannung in der Psyche und am Leib wird geschnitten. Der Münchner Transsexualitätsmediziner Dr. Alexander Korte ist da kritisch wegen gesundheitlicher Risiken. Anfang des letzten Jahres gab es einen Artikel in der Frauenzeitschrift Emma, ganz anders, Emma, wo eben auch das Thema war und der Alexander Korte eben auch gerade gegen die Pubertätsblocker und so weiter, die angewendet werden bei Teenagern, die sich unsicher sind über das Geschlecht. Und es gibt eben immer mehr Transgender-Menschen, die auch diesen Geschlechtswechsel bereuen und ihn wieder rückgängig machen lassen. Das ist zum Beispiel eine Frau, die Mann war und jetzt wieder Frau ist, die eben ein Video aufgenommen hat, warum ich nicht mehr Transgender bin. Und Till Amelung, Transmann und Genderforscher, eben auch in der Frauenzeitschrift Emma, übt gerade Kritik an vielen Psychologen, die diese Gutachten schreiben, die eben gar nicht erst psychische Konflikte und Spannungen untersuchen. Also es wird gar nicht gefragt nach sexuellem Missbrauch. Warum hast du diesen Wunsch, in den anderen Leib zu kommen oder nach Depressionen und so weiter?
Also da wird viel zu wenig diese seelische Ebene des Leibes angeschaut, sondern eben viel zu schnell diese Transition vorgenommen. So die Kritik also selbst des Transmannes. Ja, es kommt sicher darauf an, der Sprache der Seele aufmerksam zuzuhören und zu fragen, woher weiß denn eine Person mit einem weiblichen Leib, die vielleicht auch schon Menstruation hat, wie es ist, wie ein Mann zu fühlen. Woher weiß ich, dass ein Mann in mir steckt, als Mädchen, als Frau? David Cloutier, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ein Amerikaner, ein amerikanischer Theologe, 2019, schlägt vor, dass wir doch helfen sollten, die Ursachen der seelischen Spannung zu finden. Ein Weg zur inneren Versöhnung mit dem biologischen Leib. Also nicht die Sprache des Leibes zugunsten der Geistseele vernachlässigen. Das ist schon immer die gnostische Versuchung, eben auch in der Kirche gewesen. Der Leib ist etwas Äußeres, Unwichtiges und unwichtiger als die Geistseele. Und da erinnert uns Edith Stein im Unterschied dazu daran, dass die seelische Seite unseres Leibes die Schnittstelle zwischen Geistseele und Leibseele unser Herz ist und dass wir dieses unser Herz auch ernst nehmen sollen. Zum Schluss, wir haben eine große Freiheit inzwischen in unserer Generation, die junge Generation in sexuellen Handlungen. Und Eva Illus, die israelische Kultursoziologin, stellt in Warum Liebe endet fest, dass immer geringere Bindungskraft da ist, weil es einfach immer mehr geschlechtliche Begegnungen gibt. Die vielen sexuellen Begegnungen, die immer werden trotzdem immer weniger nachhaltig. Das heißt, es gibt eigentlich keine Beziehungen, die zu Familien werden. Diese geborgenheitsspendende Beziehung der Familie. Und die Verwirrung bezüglich der Geschlechter wird immer größer, wie wir auch an diesem Phänomen Transgender sehen. Da hilft eine entwicklungssensible Sexualpädagogik, die man auch in Heiligenkreuz, in der Nähe von Wien, eben studieren kann, um die Sprache des Leibes noch besser von der Sprache der Seele unterscheiden zu lernen. Denn in der Familie lernt eigentlich die neue Generation das sich schenken, von den eigenen Bedürfnissen absehen, das auf die anderen hinsehen, sich von Gott und der Kirche in Kirche und Gesellschaft hineinberufen zu lassen, frei zu werden von der Lüsternheit eines nur auf das Begehren abgestellten Lebens. Familie sollte aber nicht etwas Geschlossenes sein, sondern immer gastfreundlich offen für Singles. Ja, ich mache das auch in meiner Umgebung, die Erfahrung, wenn ein Mensch die Liebe und die Annahme Gottes des Vaters tatsächlich erlebt hat, verstanden hat, in sich aufgenommen hat, mit dem Herzen verstanden hat, kriegt die Erlösung für unser je persönliches Leben und die Kraft des Heiligen Geistes, der auch heute noch heilend und heiligend wirken möchte, dann versteht man eher Gottes beglückende Wege für uns. Dann verstehen wir, dass es ein Glück ist, was uns die Bibel oder die Kirche vorschlägt. Eben zum Beispiel im eigenen Leib heimisch zu sein, Konflikte seelischen Begehrens auch in Christus lösen zu lernen, im Heiligen Geist auch die Berufung zu entdecken, Ehe oder Ehelosigkeit, wer bin ich als Frau, wer bin ich als Mann. Daher nochmal die Erinnerung, verherrlicht Gott in eurem Leib. Dazu wünsche ich viele neue Inspirationen und danke für Ihre Aufmerksamkeit.